Und sie haben ihn einfach zum nächstbesten Bett getragen, hä? Ja, jetzt liegt er dort drüben. Die Händler verlassen uns, ist auch okay. Wie weit seid ihr hier unten? Naja, hält sich in Grenzen. Health. Gucken wir noch mal bei Health nach. Hat immer noch einen Immobilisationsrequest. Das heißt eigentlich, versuchen wir mal Folgendes. Wir bauen hier einen Table hin. Und machen hier eine kleine Zone. So, das ist jetzt ein Hospital. Hospital. So. Jetzt gucken wir mal, ob der Doc jetzt was machen kann, nachdem er getrunken hat. Der arme Typ ist wahrscheinlich nämlich so ruhig gestellt, okay, wir haben jetzt wieder dampfende Mauern hier unten. Wenn wir das alles irgendwann mal smoothen oder so, das einfach ignorieren, geht das schon. Hier ist alles muddy, jawohl. Hier haben wir wieder solche Piles of Konglomerat. Hier. Doc hat keinen Job gerade. Okay, dann müssen wir das noch anders machen. Wo ist die Traction Bench? Da ist die Traction Bench. Reiß die mal bitte ab. Was ist das hier? Oh. Das Alpaka ist verhungert. Das wird den Besitzer nicht gerade freuen. Dead missing. Oh, und wir haben eine Turkey Hen verloren. So ein Creature können wir nicht mehr. Und wir haben noch ein Tier verloren. Hm. Weißt du was? Zone, gib mir mal diese Zone hier. Kuhkalb und Jackkau sind beide da. Den Hasen tun wir noch da rein. Goose brauchen wir nicht reintun. Billy Goat. Na, das tun wir auch mal da rein. Und der Turkey Gobbler ist noch im Käfig. Okay. Ah ja, und das ist Jakku wurde abgemurkst. Auch wenn es ein bisschen böse klingt. Doc ist beim Pond füllen. Können wir die Traction Bench? Nein, die ist noch nicht wieder abgebaut. Doch, sie ist abgebaut, aber noch nicht auf dem Dings. Hm. Leute, hier sind jede Menge Rockpots. Eigentlich dürftet ihr die benutzen. Habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn ihr das oder so, das Fleisch in den in Pots oder Barrels platziert. Sehr schön. Gut. Weiter im Text. Was machen meine anderen beiden? Die sind damit beschäftigt. Der Doc stort was im Stockpile.
Ja, jetzt können wir die Traction Bench bauen. Und dann müssen wir hier das Hospital leider nochmal auflösen. So. Und hier eine etwas größere Hospitalzone draus machen. So. Und zur Sicherheit tun wir die Hospitalzone mal deaktivieren. Das Bett da können wir noch abbauen. So, am besten noch mehr Betten abbauen. Und dann ist das okay. Was haben wir denn noch in dem? Was haben wir denn noch in dem Ding? View Items in Buildings. Ein gigantisches Opossum Blood Barrel. Ja. Was stellt man mit Opossum Blut an? So, wie sieht's hier aus? Oh, sieht langsam okay aus. Was das Wasser angeht. Das Feld hier wird mal wieder wahrscheinlich am kritischsten werden. Aber dürften wir auch mit klarkommen irgendwie. Hier unten aus, da wird es auch langsam etwas besser. Du bist nämlich schon am Minern. Du bist am Pond füllen. Gibt es irgendeine Möglichkeit zu sagen, du sollst immobilisiert werden? Ability to stand lost wounds treatment. Port to rest. Cleaned, evaluated. Hat, ja. Port to rest in bed. Okay. Treatment. Ich kann aber leider hier nichts machen. Recenter. Achso, da werde ich auf ihn draufgesetzt. Ne, das ist das. Fashion Wound. Ich kann hier nichts machen. Ich weiß nicht, wie ich eine Mobilisationsrequest set order. Eine Designation kann ich auch nicht geben. Engrave Stone, Remove Designation, Remove Construction. Chop down, nö. Muss ich wirklich warten, bis der Doc kommt und ihn auf die Traction Bench daneben schleift. Und dass ihm jetzt mal demnächst einer Essen gibt. Ja. Und wir brauchen immer noch mehr Eimer. Aber viele Stellen sind an dem Pond ja nicht mehr zu füllen. Hier fehlt noch, hier fehlt noch, hier. Hier fehlt noch ein bisschen, ja. Klappt aber wieder ganz gut eigentlich. Weißt du was? Carpenter, mach mal UM Co Bucket. Mach uns nochmal 10 Buckets, so. Und gib bitte irgendjemand mal meinem kranken Weaponsmith was zu essen. Das fände ich sehr, sehr nett. Ach, die Stelle ist jetzt auch gut.
Die Ecke dürfte mal wieder gemein werden. Okay, der Doc hat ihm gerade zu essen gegeben, wenn ich richtig gesehen habe. Und jetzt fängt er wieder an, den Pond zu füllen. Hä? Bist du überhaupt mein Doc hier? Mhm. Nein, du bist ein Bone. Okay. Gucken wir mal, was der Doc so macht. Folgen wir mal. So. Der Doc schiebt gerade einen Steinkarren. So. Jetzt geht er wieder hoch. Nein, er geht runter. Wahrscheinlich was essen. Ja, scheint so. Oder? Nein, was trinken. Gut. Oder auch nicht. Wo bist du gerade? Da bist du. Jetzt gehst du. Was machst du jetzt? Jetzt gehst du trinken. Okay. Einige durstige Was liegt da auf den Stühlen, bitte? Plump-Hammett-Spots. Okay. Ernstzunehmendes Thema. Hm? Wir haben, glaube ich, zu viele Seeds. Ja. Wir haben definitiv zu viele Seeds. Ja. Das kann wieder verbraut werden. Das wird alles nicht verkocht. Nein. Plump-Hammett Spawn. Wir haben noch viel zu viel Prickleberry Seeds. Wild Strawberry Seeds halten sich im Grenzen. Red Wheat auf. Fisherberry auch. Und Longland. Grass Seeds. Was ist mit Cave Wheat? Cave Wheat haben wir. Immer noch nicht sehr viel. Ah. Jetzt habe ich irgendwie wieder einen Bug mit der Tastatur. Den ich gar nicht mag. Den hatte ich, glaube ich, in der ersten Staffel schon mal. Ich glaube, da half kurz raus und wieder reintappen. So. Ja. Genau. Gut. Okay. Der braucht immer noch einen Immobilisationsrequest. Ich guck mal kurz nebenbei. Obwohl die Idee war nicht so gut. Nee. Nee, das muss ich nachher gucken. Nach der Aufnahmesession, sicher ist sicher. Dass jetzt nicht die Aufnahme verfuscht wird. Das Problem habe ich nämlich manchmal, wenn ich den Browser nebenbei offen habe. Ja, du brauchst einen Cleaning Request, hast du auch gekriegt. Diagnose Request. Ja, mein Doc ist noch damit beschäftigt, den Pond zu füllen. Sind die Stellen noch frei oder das Ding auf Konglomeraten, das Ding auf Matt? Hier fehlt noch ein bisschen und die Ecke fehlt natürlich noch. So, jetzt habe ich aber wenigstens wahrscheinlich genügend Buckets. Ja, und Pickle, die hat ein Meisterstück kreiert. Und wir haben eine Party an einem Tisch von einem Kind.
Was ist mit dir los?